und ich bin hier mit Frau Repp von der Firma Vika. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Repp. Frau Repp, können Sie uns ganz kurz sagen, was die Firma Vika macht, die Firma ganz kurz beschreiben? Wir sind ein klassischer Hidden Champion in unserer Branche. Wir sind ein Produzent und Vertrieb von Messtechnik weltweit. Okay. Das ist ein Und Familienunternehmen, uns gibt es seit 70 Jahren knapp und sind weltweit tätig. super, vielen Dank. Was ist Ihre Aufgabe bei der Firma Vika? Ich persönlich betreue unsere Auslandsniederlassungen, die von der Größe her so klein sind, dass sie sich keinen eigenen Personaler leisten können. Und so erledige ich hier die Personalarbeit, habe einen großen Anteil an Reisetätigkeit und unterstütze die Kollegen teilweise fernmündlich, teilweise vor Ort. Warum benötigt Vika Sprachtraining? Interessante Frage, ist eigentlich auch noch nicht ganz so lange aktuell bei uns, aber seit ungefähr 10, 15 Jahren haben wir einen großen Globalisierungskurs eingeschlagen. Wir machen auch viel neuen Business durch M&I. Also wir kaufen neue Firmen auf, die unser Produktportfolio erweitern, ergänzen. Und natürlich läuft damit das Hauptgeschäft nicht mehr nur in Deutschland, sondern global. Und die Kollegen selbst in den höheren Etagen der Führungsriege sind nicht mehr alles nur deutsche Kollegen, müssen also untereinander auch entsprechend auf einer englischen Sprache kommunizieren. Insofern dringt es immer weiter auch bis nach unten durch. Verstehe. Warum haben Sie Overcome the Barrier den anderen Anbietern vorgezogen? Mich hat das Konzept überzeugt im Grunde. Also für uns war es wichtig, einen flexiblen Trainingsplan erstellen zu können, weil viele von den Kollegen, die auf den Sprachkurs angewiesen waren, haben ebenfalls eine Reisetätigkeit, haben sehr viel Business Trips überall, zum Beispiel in Russland. Und dann kann man eben nicht zweimal die Woche dienstags und donnerstags von 18 bis 19:30 Uhr zu Kursen gehen. Dann würde man drei Viertel der Kurse verpassen. Und deswegen war es eine gute Option, das Ganze dann per Skype zu probieren, weil dann auch jeder seine eigenen Zeiten frei bestimmen kann und somit man schneller zu Zielen kommt. Ja. Frau Repp, Sie haben bei uns selber auch Sprachunterricht genommen und Ihre Fähigkeiten verbessert. Können Sie Ihre persönliche Erfahrung mit unserer Methodik darüber erzählen und auch, wie Sie die Lernerfahrung mit uns wahrgenommen haben? Ich fand es sehr, sehr zielführend, dass das, was ich sagte, parallel mitgeschrieben wird und wir im Anschluss die Gelegenheit hatten, die Fehler zu besprechen. Häufig passierten mir persönlich Fehler deswegen, weil es waren meistens Flüchtigkeitsfehler ein Stück weit. Und wenn man dann im Nachhinein nochmal darüber liest, nochmal drüber nachdenkt, vieles hat man schon selbst gesehen, dass, ah Mensch, das hättest du aber auch anders sagen können. Aber das festigt sich einfach ganz anders, wenn man das dann noch auf dem Bildschirm sieht und korrigiert. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Das heißt, wie wichtig würden Sie die Visualisierung von Fehlern für den Lernprozess, einschätzen? Also für mich persönlich war es wirklich sehr zielführend. Also ich denke, dass es auch für andere hilfreich ist. Okay, ja. Worüber haben Sie in den Unterrichtsstunden gesprochen? Oh Gott, über alles Mögliche. Ich glaube, wenn jemand anderes die Protokolle lesen würde, der würde uns für verrückt erklären. Aber das ging von Smalltalk bis Business-Themen, über Freizeitgestaltung, über aktuelle politische Ereignisse. Also eigentlich kaum ein Thema, was nicht berührt wurde. Okay, sehr gut. Wie haben Ihre Kollegen bzw. Angestellten auf das Sprachtraining reagiert? Was waren da die Äußerungen? Unterschiedliches. Es gab unterschiedliches Feedback, weil natürlich auch das Lernen selbst für jeden etwas anderes ist. Diejenigen, die das eher strukturiert haben möchten, mit Grammatik, mit Aufbau, mit klaren Regeln, die sie vorab lernen können, für die war es etwas schwierig reinzukommen. Aber der Sinn war ja von unserer Seite nicht nur die Grammatik zu beherrschen, sondern eben zu sprechen. Einfach die Praxis zu haben. Insofern war das Feedback unterschiedliches. Ein Manko, was es gab, war,
dass häufig dann doch die Internetverbindung zu Abbrüchen geführt hat. Also wenn das Internetnetz noch nicht so ausgebaut ist und wenn man gerade in irgendeiner Region in Russland sich befindet zum Beispiel, dann ist es schon nicht immer einfach, eine gute Verbindung herzustellen. Aber diejenigen, die die ersten 2-3 Stunden durchgezogen haben, die waren dann auch mit Eifer dabei und haben dann auch im Grunde nur Positives berichten können. Sehr gut. Haben Sie Verbesserungen bei Ihren Kollegen festgestellt? Ja, schon, doch, durchaus. Das haben sie aber auch selbst entsprechend das Feedback mir gegeben. Bei uns ist das Kennen von der englischen Sprache zeitweilig eine Eintrittskarte, um ein Produkttraining im Hauptquartier in Deutschland zu bekommen. Das heißt, wenn man nicht ein gewisses Level an Englisch hat, wird man zu dem Training gar nicht zugelassen, weil die Trainings eben auch auf Englisch stattfinden. Und da gab es einige, die dann erst den Kurs machen mussten und ihn auch erfolgreich absolviert haben und dann erst nach Deutschland fuhren für das Produkttraining. Insofern, das hatte schon alles seinen Sinn gehabt. Ah, sehr schön, ja. Das heißt, da konnten wir Ihnen und Ihren Kollegen direkt zum Erfolg weiterhelfen. Ja, durchaus, doch. Es ist ein schnelles, mögliches Lernen von Sprache. Man muss aber trotzdem natürlich auch eigenständig etwas tun, bei der Sache bleiben, keine Termine absagen oder verschieben. Bei mir war es dann am Ende ja auch so, dass ich abbrechen musste, weil durch meine Reisetätigkeit ich teilweise 2, 3, 4, 5 Wochen Pause machen musste und dann macht das dann auch wenig Sinn. Eine gewisse Kontinuität ist dabei schon wichtig. Verstehe, ja. Unsere Qualitätskontrollsoftware hat bei einem Ihrer Angestellten einen signifikanten Rückschritt des Sprachvolumens in einer bestimmten Unterrichtsstunde festgestellt. Wir haben Sie dann darauf unverzüglich informiert und Sie konnten mit dem betroffenen Sprachschüler bzw. Kollegen von Ihnen sprechen. Wie wichtig sehen Sie den Einfluss bzw. die Kontrolle über das Sprachtraining für Personalmanager wie Sie selbst? Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Insbesondere in den kulturellen Kreisen, in denen ich mich bewege. Weil wenn man das ganz lasch, es gibt nicht viele Leute, die selbstständig lernen. Und wenn man da einfach das Ganze laufen lässt, dann wird dann der Erfolg irgendwann auch nachlassen. Deswegen war es für mich persönlich auch immer sehr wichtig, diese monatlichen Updates zu bekommen über die Lernerfolge und entsprechend auch nachzuhaken. Nicht nur über die Lernerfolge, sondern auch über die Tatsache, ob die Leute, die Schüler, Stunden abgesagt haben, gar nicht erschienen sind. Weil das ist, ich meine, wir als Firma investieren Geld in Weiterbildung und dann erwarten wir ein Stück weit auch Selbstdisziplin von unseren Mitarbeitern. Und insofern ist dieser Kontrollmechanismus für mich schon sehr wichtig. Ja, verstehe. Frau Rapp, ist kein Geheimnis, dass viele Firmen Geld auf der Strecke lassen, wenn ihre Angestellten nicht ausreichend Englisch bzw. eine andere benötigte Fremdsprache sprechen können. Für wie wichtig halten Sie, dass Firmen in Sprachtraining investieren? Ich denke, das wird mit der Zeit immer wichtiger werden. Also es ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt ja in Ländern wie zum Beispiel in Deutschland eine Schulbildung, eine Englischbildung, wo die, ich würde schon sagen, sehr fundiert und sehr gut ist. Wenn man das dann im Anschluss an die Schule noch weiter verfolgt, dann hat man ein gutes Basic-Wissen. Aber es gibt dann auch wiederum Länder, in denen ich mich zum Beispiel beruflich bewege, wie die osteuropäischen Staaten, Kasachstan und so weiter, da ist das einfach nicht gang und gäbe. Dann ist das Level sehr, sehr unterschiedlich und dann muss man auch jeden individuell anpacken und schauen. Aber in unserer Sphäre, in unserer Firma wird es in Zukunft ohne Sprache gar nicht möglich sein. Englisch ist Pflicht. Selbst in der Fertigung teilweise, wenn gewisse Produktionsprozesse entsprechend beschrieben werden, ist es teilweise nicht mehr möglich, das alles nur auf Deutsch oder in was auch immer für eine Sprache zu schreiben. Sehr interessant, ja. Würden Sie die Overcome the Barrier Sprachtraining-Methodik empfehlen und wenn ja, warum? Ich würde es empfehlen, man muss aber noch ein bisschen die Methodik an sich ist gut. Man muss sie nur in aller Konsequenz auch durchziehen, weil unsere Erfahrung war teilweise auch, dass es Lehrerwechsel gab auf der Seite der
Unterrichtenden. Das heißt, manche Mitarbeiter mussten dann innerhalb von einem halben Jahr, mit 2, 3, 4 unterschiedlichen Personen lernen. Ich denke, das unterbricht so einen Spracherfolg. Man fängt dann gewisserweise von vorne an. Wenn also auf beiden Seiten die Kontinuität besteht, dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, die man durchaus empfehlen kann. Super. Vielen Dank, Frau Weib. Kein Thema.